Der Baufortschritt bei der Norderstedter Firma Elektromünster schreitet voran und befindet sich genau im geplanten zeitlichen Rahmen. Nachdem die Wärmedämmung, die Dacharbeiten, die Rohbauarbeiten sowie die Rohinstallationen Sanitär und Elektro nahezu abgeschlossen sind, konnte schon bald mit den Malerarbeiten begonnen werden. Anschließend wurden die Fenster installiert. Naja, wir hatten in der Zwischenzeit ja unser Richtfest, darüber wurde ja auch schon berichtet. Im Anschluss, gleich nach dem Richtfest, wurde die Wärmedämmung in der Fassade ergänzt. Das Dach wurde komplettiert, sodass also die Dachhaut schon komplett fertig ist. In der nächsten Woche werden wir im Außenbereich den Außenputz aufbringen, sodass dann in Kürze auch das Gerüst demontiert werden kann. Im Innenbereich sind die Wände soweit geschlossen, die Rohinstallationen, Sanitär und Elektro sind abgeschlossen. Im Moment befinden sie sich bei den Spachtelarbeiten, sodass im Innenbereich dann auch demnächst die Malerarbeiten beginnen können. Also wir befinden uns definitiv noch im Zeitplan. Genau der Zeitplan, wie er mal aufgestellt wurde, ist eingehalten worden. Insofern ist es eher diese Geschichte, das ist das Erwartete, wo wir jetzt vorstehen. Es läuft alles nach Plan. Wir werden auch vor dem Wintereinbruch fertig sein, sodass wir keine Sorgen haben, den weiteren Baufortschritt zu sehen. Das ist korrekt, ja. Das gesamte Gebäude kommt mit einer Heizlast von 20 kW aus. Wir haben immerhin eine zu beheizende Fläche von etwa 600 Quadratmetern. Das spiegelt schon wieder, dass wir sehr ressourcenschonend mit der Energie umgehen. Heute ist ein spannender Tag, weil die großen Schaufensterscheiben eingesetzt werden. Und damit ist dann das Gebäude auch geschlossen, sodass wir anfangen können, das vernünftig zu beheizen. Naja, das Gebäude selbst ist ja vorgefertigt in einer Fabrik, sodass also hier die Wände aufgestellt worden sind. Bei den Wohnungen bzw. auch bei den Nebenräumen waren ja Fenster etc. schon alles eingesetzt. Das ist eben in der Fabrik passiert. Hier vor Ort sind dann Elektroinstallationen, Sanitärinstallationen und Heizungsinstallationen nachgerüstet worden. Und anschließend wurden dann die Malerarbeiten, Fliesenarbeiten und eben der Trockenbau für die abgehängten Decken eingebaut. Also die Baufirma wird uns das Gebäude in nächster Woche übergeben. Und damit sind die komplett im Zeitplan geblieben. Also alles das, was zugesagt worden ist, ist eingehalten worden. Und als nächster großer Schritt muss dann die Außenanlage gemacht werden. Da muss man dann mal sehen, wie das Wetter mitspielt. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.